aus Hamburg. Hallo zusammen. Es ist lange her. Wie geht's euch? Ich hol gleich den Max dazu. Der muss sich nur jetzt ein bisschen melden. Da ist er pünktlich wie immer. Mann! Ja, wunderbar. Ist das der Maximilian Mann von The Late Night Max Show? Danke. Dass Sie mich erkannt haben, Herr Köpers. Alles gut? Ja, alles super. Sehr bei dir schön. So? Auch, danke. Ich wollte dich bist eigentlich du in, ein paar Minuten alleine lassen. Ich fand das lustig. Ach so, ja. Du hättest die Macht gehabt, ne? Ich hatte die Macht, ja. Bist Wahnsinn, du in... Ja, krass. Ah ja, das wollte ich sowieso mal fragen. Von wo schaltet ihr alle ein? Ich habe Russland schon gesehen. Also ich rede einfach auf Deutsch, ja? Ich habe Taiwan und Japan gesehen. Also ich bin in Hamburg. Wer von euch ist noch mehr in Hamburg? Ich bin in Berlin. Wien. Du bist in Berlin? Ich bin in Berlin, ja. Noch bis morgen. Ah, cool. Bodensee. Nicht im Bodensee, hoffentlich. Berlin. Duisburg, fail. Großartig. Braunschweig. Herrlich. Überall. Oldenburg, Japan. Oldenburg. Ich mag Oldenburg. Großartig. Ich war noch nie Amsterdam. In Oldenburg. Ich glaube, ich war noch nie in Oldenburg. Ja, du hast schon mal da oben gespielt, ne? Bremerhaven oder so? Bremerhaven habe ich gespielt, ja. Das war schön. Bremerhaven ist sehr schön. Herrlich. Stugi. Ach, wie schön. Ja, Max, also, wir haben schon 90 Leute, die zugucken. Jetzt 86, sind wir viel wieder gegangen. Ja. So aufregend war es bisher noch nicht. China lese ich. Ja. Ja, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Udo und ich, wir dürfen ja zusammen auftreten. Am? Und... 26.09. Also nächste Woche Samstag ist das, ne? Ganz genau. Und damit wir uns ein bisschen wieder aneinander gewöhnen, haben wir gedacht, wir gehen mal live. Ja, genau. Berlin und Hamburg ist richtig weit auseinander, nämlich. Deswegen das muss man echt schon und digital. Ihr müsst da durch. Ja. Ja. Großartig. Herrlich. Wir hatten ja was vor, Max, ne? Wir haben das ein bisschen vorbereitet. Also, ganz spontan. Der Udo hat sogar einen Zettel. Ich habe einen Zettel. Ja. Tickets liegen schon bereit. Großartig. Kommt Udo auch mal in die Late-Night-Show? Ja, der Udo war ja schon als Sänger bei uns in der Late-Night-Show. Die ganzen Folgen gibt es übrigens nachzusehen auf YouTube. Falls ihr Lust habt. Ich war in der zweiten Folge, oder? Ich glaube, zweite oder dritte Folge, ja. Na, gut, ich habe Programm. Okay, du, okay, wow. Weil, alles klar. Ja, Ordnung, Ordnung, Ordnung. Wo bekommt man Tickets her? Gute Frage. Die bekommt man auf der Webseite von das Festspielhaus Neuschwanstein. Ich poste in den nächsten Tagen, jeden Tag, versprochen, den Link in meine Stories und dann könnt ihr hochswipen. Ich melde es auch nochmal auf meiner Webseite, das ist udogabels.com, einfach aneinander geschrieben. Hier, Tickets gibt es beim Festspielhaus Füssen, genau, online auf der Seite. Also auf jeden Fall sorge ich, dass das klar wird, wo die Tickets kommen. Du kannst das mit dem Hochswipen machen in deinen Folgen, in deinen Stories. Nee, ich glaube, ich kann das nicht, weil ich nicht genug Follower habe dafür. Kann das sein? Ja. Also, wenn ihr mir noch nicht folgt. Ich glaube, man braucht 10.000 oder so. Ja, dann kriegt man das hin.
Hat mir Roberta Valentini aus erklärt, wie das funktioniert. Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Da so, ihr Lieben, wir haben ja beide gefragt, was soll ich und was soll Max mich fragen? Und wir haben beide hunderte von Fragen bekommen. Leider haben wir natürlich jetzt nicht die Zeit dafür. Deswegen, Max, du hast dich drei Fragen ausgesucht. Was war am wichtigsten? Drei und eine Extra-Frage habe ich. Oh. Ja, weil die Extra-Frage ist von einem Kollegen von uns, aber das machen wir zum Schluss. Also, ich habe die Fragen. Würdest du mal in Moskau oder St. Petersburg auftreten? Ja, aber nicht im Winter. Das ist mir, glaube ich, zu kalt. Also ich bin ein Norderlicht. Ein Nordlicht? Oder ein Nordlicht. Also ich bin gerne im Norden, aber zu kalt muss es mir auch nicht sein. Aber sehr, sehr gern, weil Russland kenne ich überhaupt nicht. Also da würde ich sehr, sehr gerne mal auftreten. Ja. Du? Ja, super gerne. Ich war noch nie in Moskau oder St. Petersburg. Ich würde da unglaublich gerne mal hin. Nee. Ich auch nicht. Ich war, als ich 15 oder 16 war, war ich mal in so einer Auswechslung, so ein Projekt irgendwie in Litauen. Okay. Also das ist in der Nähe. Ja. Also können wir mal zusammen hingehen. Ja, absolut. Wenn dieses Konzert ein richtig großes Erfolg wird, dann machen wir das einfach zusammen. So machen wir das. Also wenn das Konzert am 26.09. ein Riesenerfolg wird, dann kommen wir damit nach Russland. Versprochen. Absolut. So, wieso ist das hier besser? Bitte? Für mich, ne? Okay. Ich habe mich nur so gefragt. So, dann alles gut. Meine erste Frage, ja? Meine erste Frage. Ja, du fängst an. Ich muss kurz eine Frage auf Englisch, aber das kannst du, ne? Geht. Okay. Did you study classical singing before musical theater? I know, that's what you might think. No. I studied musical theater directly. Where? In Berlin, at the University of the Arts. Ah, okay. Very nice. Very nice. Absolutely. You did you do classical training before? No. No, I didn't, but we used classical training. Okay, makes sense. But people have never seen classical things for me before, but well, people who have seen Bernstein dances maybe in Hamburg. Oh yeah. Love that project. So, next bei question. Bei mir ist please. Der Chat ausgegangen. Läuft der bei dir? Ach nee. Ja. Ah, der läuft. Ja? Oder? Ich geh mal kurz raus und komm gleich nochmal wieder. Ja. Max hat es gut verlassen. Wir speichern den Stream. Ja. Kein Problem. Das machen wir. Live mit Maximilian Mann. 3, 2, 1, go. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ja, bei dir ist es irgendwie sehr dunkel. Kann das sein? Immer noch? Ja. Schade. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich hier voll beleuchtet. So, das ist besser? Ja, geht. Oh, nee. Ich glaube, mir ist es einfach sehr hell. Es ist Hamburg halt. Ja, das stimmt. Genau. Das ist ja immer total hell, auch in Hamburg. Genau. Ja. Großartig. Nächste Frage.
Wie geht es für dich weiter? Was sind deine, also was würdest du gerne an Musical-Projekten und anderer Projekte als nächstes umsetzen? Umsetzen. Also für mich, für die viele Leute, die es noch nicht wissen, noch nicht mitbekommen haben, für mich geht es erstmal, ich sehe ganz viele Fragen kommen, die versuchen wir noch zu beantworten nach diese ganz wichtigen Fragen, die vorher reingekommen sind. Wie geht es für mich weiter? Ja, für die Leute, die noch nicht mitbekommen haben, für mich geht es nach Wien. Ich darf da Miss Saigon spielen. Ab Januar ist jetzt bekannt. Das habe ich jetzt am meisten eigentlich vor. Dann gibt es nächste Woche ein Konzert in Füssen. Dann gibt es noch ein Konzert in Braunschweig tatsächlich, für diejenige, die jetzt eingeschaltet ist aus Braunschweig. Ein Konzert Ende Oktober, ich glaube 26, 27 Oktober, sowas. Und dann gibt es im November nochmal ein Konzert in Füssen mit Roberta. Das sind so meine Pläne in nächster Zeit. Cool. Mega. Viele Konzerte auf jeden Fall. Ja. Man muss auch ein bisschen wieder bisschen reinkommen, ne? Weil für mich war das echt eine riesengroßen Pause. Ja. Ja, das verstehe ich. Klar. Was gut war, aber jetzt muss man halt wieder die Muskeln hier müssen wieder auf Spannung kommen. Ich bin dran, oder? Du bist dran mit Fragen, ja. Genau, sehr interessante Frage. Und Braunschweig ist am 24.10., sehe ich gerade. Super. und ich weiß nicht, es interessiert mich, weil warum sie dich diese Frage stellen. Glaubst du an Reinkarnation? Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Das lässt sich gar nicht so schnell beantworten. Schwierig. Ja, schon, aber vielleicht nicht so in dem wörtlichen Sinne. Aber das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Vielleicht kommt die Antwort dann am 26.09., wenn du ein bisschen drüber nachgedacht hast. Genau. Vielleicht singe ich ein Lied drüber. Oder so. Es heißt Reinkarnation. Ich wäre sehr beeindruckt, wenn du ein Lied noch findest über Reinkarnation. Oder selber schreibst. Ich schreibe eins. Gut. Die Frage war, glaubst du an Reinkarnation? Hat sich jemand gerade gefragt, weil genau, es hängt. Und die Antwort war nicht so gut, ja. So, ich bin dran. Die Antwort kommt nächste Woche in Füssen. Genau. Wann siehst du mal wieder ein Konzert oder ein Workshop in Köln? Ah, in Köln. Bei Ratern. Weiß ich nicht. Wenn Ratan jetzt gerade zuguckt, kann er mich mal wieder anrufen. Ich würde mich da sehr freuen. Hast du auch gemacht, ne? Ja, ganz am Anfang mal. Aber das ist schon 3 Jahre her, glaube ich. Ja. Sehr gerne. Dann habe ich eine Frage von einer Fanin, die fragt, wie heißt noch mal der kleine Eisbär? Ja, eine sehr gute Frage. Ja. Also, wenn jemand die Antwort kennt, wie heißt der kleine Eisbär? Ihr müsst das wissen. Lars. Ja, sehr gut. Ariella hat die erste Quizfrage schon richtig beantwortet. Genau. Müssen wir das jetzt auch klären? Nee. Ist ein Insider. Aber
ist lustig. Übrigens, das können wir jetzt, das können wir jetzt schon mal verraten. Es ist jetzt ein Live-Chat voll Fragen schon, aber am Ende kommt die wichtigste Frage, nämlich es ist eine Quizfrage. Und wer diese Frage richtig beantwortet, gewinnt was. Und Max erklärt das dann am Ende der Chat. Also wenn ihr noch Kollegen, Freunde, Familie, andere Organismen die Instagram haben, bitte ruft an, und weil am Ende dieses Chats, also wahrscheinlich in so 10 Minuten ungefähr, gibt's eine Quizfrage, wo ihr was gewinnen könnt. Tada! Apropos eine Quizfrage, die Quizfrage, wo der Udo jetzt was gewinnen kann, kommt von einem Kollegen von uns. Ja. Und zwar lautet sie: Fla oder Haareslach? Haareslach. Haareslach. Ja. Warum? Ist aber eine schwierige Frage. Ist eine schwierige Frage? Also, ist eine schwierige Frage, ja. Weil, also, da kommt schon viele Fragenzeichen. Das sind zwei holländische Produkte. Fla ist so eine Art Vanillepudding, würde ich sagen. Und Haareslach ist so, das sind so Schokostreusel für aufs Brot. Und ja, ich würde sagen Haareslach, weil Haareslach habe ich früher unfassbar viel gegessen. Und Fla gab es nicht jeden Tag, deswegen ist für mich die Wahl ganz einfach gewesen. Von wem kam diese Frage denn? Thomas Hohler. Ach, Thomas. Genau. Schön. Thomas wollte, sag ihm dann mal liebe Grüße und Haareslach. Das mache ich sehr gerne. Und Haareslach. Das werde ich ihm ausrichten. Ja. Ja. Es ist auch so, dass wann immer ein holländischer Kollege nach Holland reist, aus der Cast, dann heißt es immer, was soll ich mitbringen? Und dann kommen die immer mit riesen Einkaufskörben mit Fla und Haareslach zurück. Und Binderkars. Und bitte was? Und Binderkars. Binderkars, ja. Achtung. Das ist auch so gut, das Zeug. So gut. So gut, ne? Also so mit gut. Stückchen, ja? Mit Stückchen. Mit Stückchen, ja. Ja, ja, klar. Herrlich. Ja, ich bin durch mit meinen Fragen. Ja, ich auch. Herrlich. Ich fand uns gut. Ich auch. Ja, also, ihr Lieben, habt ihr, or your loved ones, habt ihr noch questions for once? Habt ihr noch Fleisch? Oh, die weiße Katze. Ich scroll auch mal ein bisschen. Scroll mal ein bisschen. Udo, arbeitest du an einem neuen Album? Nein, gerade nicht. Oder man sagt, vielleicht arbeitet man immer in einem neuen Album. Also Ideen sind immer in meinem Kopf. Großartig. Ich habe noch nie an einem neuen Album gearbeitet. Von daher. Spannend. Oh, jetzt wird's schwierig. Lieblingsmusical-Song. Oh. Send in the Clowns. Gute Antwort. Und Max? Deine? Ach so, weiß ich gar nicht. Ich bin gerade ganz Hamilton angefixt. Wait for it. Ja. Das ist eine super Nummer. Ah ja, ich kenne Hamilton noch nicht so ganz gut. Okay, hast du noch kein Disney Plus Dings, Bums, Kürtens? Nee, ich habe kein Disney Plus, ich habe alles andere schon. Max, würdest du auch gerne mal Ludwig spielen? Ich habe Ludwig noch nicht gesehen. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich muss das unbedingt angucken.
Und dann sage ich mehr dazu. Das, was ich kenne, finde ich toll. Bist du wieder bei Jesus Christ in Wuppertal dabei? Ja. Nächstes Jahr Mai haben wir noch ein paar Vorstellungen. Bald kommt erstmal 007. Finally. Liebe Herr, siehst du, ja, ich habe schon von ganz vielen Freunden gehört, das muss ich mir unbedingt anschauen. Ich kenne die Musik, habe ich schon mal gehört. Und ich weiß auch, wo es sich behandelt und so, aber ich habe es mir noch nicht gesehen. Wahnsinn, was steht hier noch? Jetzt. Udo, spielst du nächstes Jahr nochmal den König Ludwig in Füssen? Ich hoffe, aber das ist jetzt noch nicht ganz klar. Die Termine sind verschoben, aber jetzt wird geguckt halt, wer wann spielt. Ich bin natürlich sowieso beschäftigt in Wien, deswegen die ehrliche Antwort ist, ich hoffe, aber ich weiß noch nicht. Habt ihr Six gesehen? Ich finde das übrigens nicht. Achso. Nee. Nicht an. Ich nicht. Es ist die das ist, glaube ich, so eine Show mit 6 Transvestiten, kann das sein? Nein, das sind einfach 6 Sängerinnen. Sängerinnen? Ja, die spielen die 6, also 6 Oh Achtungen, ja, genau, die genau. Die ja. 6 Ex-Frauen von König Henry dem 8. Henry Tudor. Die Musik ist ganz toll, aber gesehen habe ich es nicht. Nee. Ah, okay. Nee, kenne ich nicht. Ich kenne so vieles noch nicht. Aber übrigens über Ludwig, ich finde das so, so witzig, weil, also ich finde es ist keine witzige Show, aber ich finde es so lustig, dass ich als Holländer den König von Bayern spielen darf. Ich finde das großartig. Naja, ich habe als Deutscher ja auch schon den Kaiser von Österreich gespielt. Ja. Ja. Das ist ja auch der Piefke-Kaiser. Ja. Großartig. So, ein Darsteller, mit dem ihr noch nicht zusammengearbeitet habt, aber wollt. Bitte? Ein Darsteller, mit dem ihr noch nicht zusammengearbeitet habt, aber wollt. Ja, ich habe schon mit ganz vielen tollen Leuten zusammengearbeitet. Also. Ich habe keine Ahnung. Bei mir ist das klar. Bei mir ist Max, würdest du noch... Ja? Ja, ich will unbedingt mal mit Pia spielen. Weil ich, das ist cool. Immer, Pia ist eine Legende. Fände ich toll. Mhm. Cool. Max, hattest noch eine Frage? Ja. Würdest du den Kolping nochmal spielen? Was ist das? Kolping, Adolf Kolping. Ich habe ein Musical gespielt, das hieß Kolpings Traum. Mhm. Über einen katholischen Priester. Das würde ich nochmal spielen, klar. Wenn das nochmal käme. Cool. Cool. Übrigens, über Franz Josef, ja? Ja. Das muss ich nochmal sagen, jetzt auch hier mal. Ich habe das gesehen. Ich habe das war das erste Mal, dass ich Elisabeth gesehen habe. Das war eure letzte Vorstellung in Hamburg auf der Tour, glaube ich. Ja, stimmt. Und da fand ich dich großartig. Ach, hör auf. Echt, das fand ich sehr, sehr, sehr gut. Wie du als, na, damals warst du, keine Ahnung, Ende 20 oder so? 19, genau. Wie du da. Der vor allem den ganzen Bogen gespielt hat. Also den Jungen und vor allem den Alten auch. Du hast halt ein altes, weiß nicht was, in dir. Nee, das fand ich sehr cool. Sehr cool. Dankeschön. Danke dir.
So, was hältst du denn davon, wenn wir mal das Quiz erklären? Ja. Okay, passt auf. Ja, finde ich gut. Das Quiz läuft ganz einfach. Und zwar können leider nur die mitmachen, die Tickets haben für den 26.09. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Also, wenn ihr noch... Ja, genau. Genau. Also, ihr habt noch die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Erstmal so viel. Und dann hat es einfach was damit zu tun, dass wir den Preis an dem Tag selber übergeben. Deswegen. Also, ich stelle euch jetzt gleich eine Frage. Und ihr macht ein Foto von euren Tickets für den 26.09. Und schreibt. Oder ein Screenshot, wenn er digital genau, kommt. Genau. Da müssen keine Daten draufstehen, immer schön, ne? Datensicherheit und so. Dann postet ihr das in eure Instagram-Story mit dem Hashtag, das ist ganz wichtig, Gewinnspiel. Und @musicaldeluxe. So. Und dann schreibt ihr da die Antwort mit rein. Ja? Und unter den Leuten, die das posten, ziehen wir dann den Gewinner. Richtig? Habe ich das richtig erklärt? Ja, soweit war richtig, oder? Ja, ja. Okay, und hier kommt die Quizfrage. Die Quizfrage lautet, in welchem Theater haben Udo Köpers und Maximilian Mann sich kennengelernt? Und jetzt keine Antworten geben, bitte. Genau, ganz wichtig. Keine Antworten. Keine Antworten. Sonst helft ihr ja auch euer Gegner noch. Richtig. Also, vergesst nicht, in die Story, Hashtag Gewinnspiel und dann @musicaldeluxe. Und dann, ja, ach so, zu gewinnen gibt es. Ja, genau. Ein unterschriebenes Plakat. Ihr könntet natürlich auch, wenn ihr nicht in der Nähe von Füssen seid, weil das kann ich mir vorstellen, weil Füssen ist sehr weit weg für viele, für mich auch, für viele Leute. Ihr könntet auch zum Beispiel ein Ticket schenken an jemanden, der da in der Nähe wohnt zum Beispiel. Absolut. Wäre nochmal eine Idee. Genau. Das ist eine super Idee. Dann war es das, oder? Das oder war's. Nicht? Das war's. Schön war das. Ich speichere dieses Video auf meine Seite und poste auch nochmal ganz oft den Link, den es gibt für Tickets. Genau, bei dem Video könnt ihr nach oben swipen. Wir kommen auch nochmal definitiv nochmal live. Entweder vorher noch oder in Füssen. Dann melden wir uns aus Füssen. Ich muss noch was gegen diesen Glanz hier tun. Das sieht doof aus. Was hast du noch vor? Heute? Ja. Ich bin noch per Zoom-Call mit Freunden verabredet. Cool. Und du? Super. Ich mache mir gleich was zum Essen. Was weiß ich noch nicht, aber... Und dann, ich habe heute schon viel geackert, deswegen ist mal Feierabend, glaube ich. Richtig so. Ne? Oder ich mache vielleicht noch ein bisschen weiter. Mal gucken. Ihr Lieben, auf jeden Fall, es hat uns gefreut. Danke fürs Zugucken, genau. Ja. Und wir sehen uns in Füssen. Oder? Absolut. Ich freue mich. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.